Hi zusammen, heute kommt das heiß ersehnte Video zum Thema Nagelkauen. Da haben mich ja schon sehr viele angeschrieben, auch über die ganze Zeit hinweg, seitdem ich jetzt hier bei YouTube bin, weil ihr halt eben gesehen habt, dass meine Nägel sehr lang werden, wenn ich das möchte und ich eben nicht Nagelkaue. Und wenn ihr mich schon danach gefragt habt, wie ich das gemacht habe, muss ich dazu sagen, ich habe früher auch Nägel gekaut und wie ich davon weggekommen bin, möchte ich euch jetzt eben kurz erzählen. Und vorab, so krass schminke ich mich natürlich nicht für den Alltag. Ich habe gerade ein Tutorial für euch gedreht und zwar Schneewittchen. Und wenn es schon online ist, findet ihr es auf meinem Kanal in der Playlist Starlooks wahrscheinlich, weil Zeichentrickfigur ist ja auch in gewisser Weise ein Star. Und ja, das seht ihr dann dort. Aber ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach mit dem Look noch ein Video. Euch wird es sicherlich nicht stören. Ja, also wie bin ich davon weggekommen? Ich habe vor ungefähr, sagen wir mal so, mit 10, 11, 12, 13 habe ich auf jeden Fall Nägel gekaut, ständig. Ich hatte zwar nie ganz kurze, aber ich habe trotzdem immer Nägel gekaut. Es war nie wirklich schön und es hat mich total genervt. Und dann habe ich gedacht, ich mache einfach Nagellack drauf und es hat eine Zeit lang auch mich davon abgehalten und genau ein oder zwei Tage in dem Sinn. Weil dann hat angefangen, der Nagellack abzublättern und dann habe ich auch wieder gekaut. Und dann habe ich mir halt überlegt, wie komme ich davon weg. Und als Übergang habe ich dann angefangen, statt den Nägeln die Haut an der Seite zu kauen. Auch ganz schlecht. Nicht machen. Sieht ganz unschön aus, wenn man im Schwimmbad ist, weil dann durch das Wasser die Haut ja so ein bisschen aufquillt. Hört sich jetzt ekliger an, als es ist. Und dann sieht man das aber überall, wo man gekaut hat. Also am besten nicht machen. Aber so habe ich aufgehört, Nägel zu kauen am Anfang, weil ich dann einfach was anderes hatte. Und das ist auch der Sinn der Sache, dass man einfach versucht, was anderes zu finden. Natürlich war es die Haut nicht optimal, aber so war halt nun mal mein Weg am Anfang. Und dann habe ich aufgehört, an den Nägeln zu kauen und die wurden schön. Und dann tat mir das aber immer mehr leid mit der Haut, weil, also die war jetzt nicht krass abgekaut oder so, aber eben wenn sie nass war, hat man es gesehen, die Haut. Und deswegen bin ich da hingegangen und habe überlegt, was kann ich denn sonst noch machen. Und das, was ich dann gemacht habe, mache ich heute noch. Ich zähle die Finger durch. Also es ist nicht, dass ich im Kopf zähle 1, 2, 3, 4, aber ich tippe mit der Nagelspitze immer so auf den Daumen. Nicht so, dass jetzt Rillen entstehen oder dass es wehtut, aber einfach so die Reihe durch. Und das mache ich jetzt immer, wenn ich nervös bin, weil hauptsächlich kaut man ja auch Nägel, wenn man nervös ist, wenn man ja nicht weiß, was man machen soll mit den Händen und so. Und deswegen mache ich dann immer so. Das mache ich heute noch. Also der Übergang war innerhalb von, sagen wir mal, einem Jahr vom Nägelkauen auf das hier. Und wer immer noch was zum Kauen will oder so, da habe ich am Anfang dann auch noch Kaugummi probiert. Also es hat dann auch ganz gut geholfen. Da habe ich wirklich rund um die Uhr eigentlich Kaugummi gekaut. Und das konnte ich dann aber auch relativ schnell ablegen. Und das ist jetzt so meine Methode. Ich habe am Anfang noch die Nägel umgebogen. Würde ich keinem empfehlen. Dadurch habe ich nämlich eine Nagelverformung gekriegt, weil ich das einfach zu lange gemacht habe. Ich habe immer den Nagel hier so seitlich umgebogen. Jetzt habe ich am Zeigefinger hier, der Nagel hat sich so, also wächst auch nicht mehr gerade jetzt. Das habe ich zu lang gemacht mit dem Umbiegen. Und deswegen tippe ich die einfach nur noch so ganz leicht. Das ist so meine Beschäftigung. Und damit bin ich weggekommen vom Nagelkauen, vom Hautkauen, von Nagelumbiegen. Einfach nur antippen. Das ist jetzt so mein Tipp, mein Weg, wie ich es geschafft habe. Wie es bis heute funktioniert. Also über 10 Jahre lang mache ich das schon so und funktioniert. Und habe keine Probleme mehr. Und den kleinen Tipp wollte ich euch einfach weitergeben und ihr habt es euch gewünscht, das Video, deswegen hier mein Tipp. Ich hoffe, es bringt auch einigen von euch was, weil ich kann es echt verstehen, wenn ihr traurig seid, wenn ihr einen Nagel kaut, aber manchmal kann man auch gar nichts dafür, das ist einfach die Nervosität. Und deswegen sucht euch irgendwas anderes, was ihr machen könnt mit euren Händen, vielleicht auch mit einem Kuli spielen, auch wenn es andere nervt, aber mein Gott, dann nehmt halt einen Bleistift oder sowas, irgendwas, was nicht so laut ist und oder so ein Ball. Es gibt ja auch solche Bälle, die man so drücken kann. Wichtig ist, eure Hände zu beschäftigen, um so die Nervosität abzubauen. Ja, das war jetzt mein Tipp für euch. Ich hoffe, es bringt euch was und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!